Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herbert von Karajan ist tot. Der weltberühmte Dirigent starb am Mittag in seinem Haus in Arnef bei Salzburg an Herzversagen. Er wurde 81 Jahre alt. Karajan hat sich in Jahrzehnten seines Wirkens in der Musikwelt einen Ruf erworben, der ihn in die Reihe der größten Dirigenten des Jahrhunderts stellt. Das Silvesterkonzert 1988 war Herbert von Karajans letzter Auftritt in der Berliner Philharmonie. 4 Monate später trennte er sich im Unfrieden von den Berliner Philharmonikern, deren Chefdirigent er immerhin 35 Jahre lang gewesen war. In den 30er Jahren war Karajan Operndirektor in Ulm und Generalmusikdirektor in Aachen. 1954 wurde er Furtwänglers Nachfolger als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Sich selbst hielt Karajan für den letzten der großen Kapellmeister. Andere sahen in ihm den genialen Kunstorganisator, der sich und seine Musik weltweit und technisch immer auf dem letzten Stand vermarktete. Den ersten großen Krach mit den Berliner Philharmonikern gab es, als Karajan eine junge Klarinettistin förderte, das Orchester aber auf seiner Unabhängigkeit beharrte. Solche Konflikte hatte er nicht mit den Wiener Philharmonikern und den Salzburger Festspielen, mit denen er schon lange verbunden war. In Salzburg feierte er im letzten Jahr seinen 80. Geburtstag. Ich bin immer noch für das schöne, alte österreichische Kaiserspruch. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Karajans Ruhm war grenzenlos. Überall begeisterte er das Publikum. Nur in Israel trat er nie auf, wo man ihm seine zeitweilige NSDAP-Mitgliedschaft verübelte. Sein Repertoire umfasste mehr als 140 Opern und Konzerte, von denen er die meisten auswendig dirigierte. Aus Anlass des Todes von Herbert von Karajan ändert das erste deutsche Fernsehen morgen um 23 Uhr sein Programm und bringt eine Würdigung des Dirigenten. Die 7 führenden Industriestaaten haben erstmals gemeinsam mit aller Eindringlichkeit auf die weltweiten Umweltprobleme hingewiesen. Das Thema nimmt einen wichtigen Platz in der heute in Paris veröffentlichten Abschlusserklärung des Weltwirtschaftsgipfels ein. Einschneidende Maßnahmen, so heißt es, seien notwendig, um das ökologische Gleichgewicht der Erde schützen zu können. Befürwortet wird unter anderem ein Rahmenabkommen, um der Bedrohung durch die Klimaveränderung zu begegnen. Und so begann der letzte Tag in Paris. Guten Morgen, sagten sie sich in einer Stimmung, als treffen sie sich nach einem fröhlichen Abend. Und tatsächlich, fröhlich waren sie alle. Denn wie bisher bei keinem der 15 Weltwirtschaftsgipfel waren die 7 Staats- und Regierungschefs in allen wesentlichen Fragen einig. Und dabei haben sie auch noch mehr geschafft als bisher üblich. Ihre Erklärung zur Wirtschaftslage in der Welt umfasst insgesamt 56 Punkte. Und als die Gipfelteilnehmer heute früh einen nach dem anderen Punkt verabschiedeten, ging dies im Handumdrehen. Es handelt sich dabei um 3 wesentliche Bereiche. Erstens den Kampf gegen die Inflation, zweitens die Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft und drittens die Notwendigkeit, die Umwelt für künftige Generationen zu erhalten. Als François Mitterrand die Schlusserklärung vortrug, hatte er es zwar nicht erreicht, einen Nord-Süd-Gipfel durchzusetzen, aber in der Frage der Finanzkrise der hochverschuldeten Länder gab es klare Beschlüsse. Mesdames et Messieurs, nous venons d'achever Gastgeber Mitterrand trug die Ergebnisse vor. Die Privatbanken sollen zur Verringerung der Schulden beitragen, wozu sie Steuererleichterung erhalten. Auch an Weltbank und Internationalen Währungsfonds werden zusätzliche Finanzmittel fließen. Das Problem der polnischen Schulden war gestern schon auf Vorschlag der Bundesrepublik an eine internationale Konferenz im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft verwiesen worden. In der Umwelt- und in der Polenfrage hat sich die Bundesrepublik durchgesetzt. Helmut Kohl hat allen Grund zum Strahlen. Sie haben in der Polenfrage vorgeschlagen, dass die EG die Konferenz, die internationale Konferenz durchführen. Wie wurde das von den Amerikanern aufgenommen? Sehr. Bush hat ja gerade einen Besuch dort gemacht, in Ungarn und in Warschau, also in Polen. Und was wir öffentlich nicht so sagen, jetzt kann man es ja sagen, sowohl der Besuch von François Mitterrand als auch der Besuch von Bush, auch mein geplanter Besuch dann im Herbst, September, Oktober, vermute ich, dass es klappen wird,
ist ja in diesem Sinne abgestimmt. Mhm. Und was wir jetzt machen, ist sozusagen ein Gesamtkonzept. Mhm. Wir haben spezielle deutsch-polnische Probleme, die müssen wir lösen. Werden wir auch. Mhm. Bei gutem Willen auf beiden Seiten ist das ohne weiteres möglich. Aber das ist nicht primär eine deutsch-polnische Frage, sondern eine Frage, sind die Europäer im freien Teil Europas bereit, den Demokratisierungsprozess im Warschauer Pakt, am Beispiel Polen und Ungarn, zu fördern? Wir können dort nicht eingreifen, wir wollen nicht eingreifen. Das muss schon dort vor Ort entschieden werden. Aber wir können Hilfestellung geben und das ist heute ganz klar geworden. Bundeskanzler Kohl ging auch auf den Brief ein, den der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow an den Gipfel gerichtet hatte. Gorbatschow hatte darin die Mitverantwortung der Sowjetunion für die Lösung der weltwirtschaftlichen Probleme anerkannt. Der Brief, so Kohl, werde vom französischen Staatspräsident Mitterrand im Namen der sieben Staaten beantwortet. Monsieur le Président George Bush. Es war der amerikanische Präsident, der sich im Namen aller bei François Mitterrand und der Bevölkerung von Paris für die Gastfreundschaft bedankte. Die stürmischen Zeiten der frühen Gipfeljahre von Carter und Reagan sind anscheinend vorbei. Nach Toronto 1988 ist dies das zweite Treffen der Harmonie. Präsident Bush, selbst beim Kirchgang ganz locker, war, wie er es selbst heute formulierte, der neue Schüler in der Klasse. Er kam allerdings mit dem Schwung seiner Polen- und Ungarnreise nach Paris. Nur Finanzminister Baker brachte ihn kurz zum Schwanken. Da der Erfolg viele Väter hat, reklamierte George Bush die breit gefächerten Umweltschutzmaßnahmen für sich, zeigte sich zufrieden mit dem Hilfspaket für Osteuropa und der Tatsache, dass der Brady-Plan doch noch die Zustimmung des Gipfels erhielt. Den Brief von Gorbatschow fand er ermutigend und faszinierend. Wir heißen jeden Schritt willkommen, mit dem sich die Sowjetunion auf die Marktwirtschaft zubewegt. Für den amerikanischen Präsidenten geht eine erfolgreiche Woche zu Ende. Nicht zuletzt deshalb, weil derselbe Gorbatschow sein Auftreten in Polen und Ungarn ausdrücklich gelobt hat. Das ist für ihn der Beweis, dass er sensibel gehandelt hat. Der amerikanische Präsident wird nun der Gastgeber des nächsten, des 16. Weltwirtschaftsgipfels sein. Der genaue Ort und der Termin stehen noch nicht fest. Die Ergebnisse des Gipfels sind bei den Bonner Parteien sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Sprecher der Regierungsparteien werteten das Treffen als Erfolg, vor allem für den Umweltschutz sowie für die Zusammenarbeit mit Polen und Ungarn. Dagegen sprach die SPD von einer zutiefst ernüchternden Veranstaltung. Keines der weltweiten Probleme sei wirklich angegangen worden. Weder der Umweltschutz noch die Verschuldung der Staaten der Dritten Welt. Nach Ansicht der Grünen zeichnet sich in der Schuldenkrise auch nach diesem Gipfel keine Lösung ab. Mit scharfer Kritik an den Industrieländern ist der Pariser Gegengipfel der sieben ärmsten Länder zu Ende gegangen. Vertreter nichtstaatlicher Organisationen forderten einen allgemeinen Schuldenerlass und mehr Hilfe für die Dritte Welt. In der Abschlusserklärung wird den Industrieländern vorgeworfen, mit dem Schuldenberg wie Buchhalter umzugehen, statt das Problem politisch zu lösen. Die Entwicklungspolitik müsse sich radikal ändern zum Schutz der Umwelt und der Menschenwürde. Die Erklärung ging auch per Auto zum Tagungsort des Weltwirtschaftsgipfels. Den sieben Staats- und Regierungschefs wird darin das Recht abgesprochen, für die gesamte Menschheit zu sprechen. Die weltweite Schuldenkrise hat sich nach den Worten des Vorstandssprechers der Deutschen Bank Herrhausen in den letzten Jahren weiter zugespitzt. Herrhausen bekräftigte heute im Hessischen Rundfunk noch einmal seine Auffassung, dass die Banken auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssten. Als ersten Schritt schlägt er eine Senkung der laufenden Zinszahlungen um bis zu 50% vor. Danach müssten auch die eigentlichen Kapitalforderungen um dieselbe Größenordnung reduziert werden. Der Verzicht der Banken, so Herrhausen, sollte mit Umweltschutzauflagen an die Schuldnerländer verknüpft werden. In der Sowjetunion hat es bei Zusammenstößen zwischen verfeindeten Volksgruppen wieder Tote gegeben. 11 Menschen starben vergangene Nacht in der Stadt Suchumi am Schwarzen Meer, als Georgier und Abchasen mit Messern, Steinen und Schusswaffen aufeinander losgingen. Suchumi ist die Hauptstadt der innerhalb Georgiens liegenden autonomen Republik Abchasien. Die Abchasen, überwiegend Moslems, fordern mehr Unabhängigkeit. Inzwischen sind Truppen in das Unruhegebiet geschickt worden. Sie sollen die Lage unter Kontrolle haben. Die Lage im sibirischen Kusbass-Kohlerevier wird immer bedrohlicher. Dem Streik der Bergarbeiter haben sich inzwischen andere Branchen angeschlossen. Nach Zeitungsberichten sind jetzt in 9 Städten rund 100.000 Arbeiter im Ausstand. Zentrum ist die Stadt Prokopjewsk, wo sich Zehntausende von Demonstranten versammelt haben. In Stahlhütten und Kraftwerken droht Stillstand.
Die Lage sei nicht mehr kalkulierbar, heißt es in einem Zeitungsbericht. Die Streikenden haben ihre Forderungen ausgeweitet. Neben höheren Löhnen, besserer Versorgung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Region verlangen sie Auflagen für den Umweltschutz. Die amerikanische Regierung will nach einem Bericht der Washington Post die Rebellen in Afghanistan mit moderneren Waffen versorgen. Wie es heißt, sollen sie spezielle Artilleriesysteme für den Einsatz gegen Flugplätze erhalten. Washington reagiere damit auf verstärkte Waffenlieferungen der Sowjetunion an das kommunistische Regime in Kabul. Die Grünen haben die Gründung der neuen alten Partei Die Grauen und die Aufkündigung der bisherigen Zusammenarbeit durch den Seniorenschutzbund Graue Panther bedauert. Der Bundeshauptausschuss der Grünen beschloss heute in Bonn gleichzeitig, die eigene Altenpolitik zu verstärken. Eines hat die neu gegründete Altenpartei, die Grauen, schon geschafft. Die Grünen setzen sich mit ihr auseinander. Selbstkritisch sehen die mehrheitlich jungen Mitglieder dieses kleinen Parteitags ihre Altenpolitik. Der Bundeshauptausschuss, das höchste Parteigremium zwischen den Bundesversammlungen, bedauert die Gründung der Seniorenpartei. Aber das liegt auch daran, dass wir es nicht geschafft haben, ein Stück soziale Bewegung, in diesem Falle ganz anders als bei Grünen üblich, nämlich alte Rebellen, einzubinden politisch. Und ich denke, deswegen müssen wir also mit diesem Konflikt sehr bewusst umgehen und müssen auch überlegen, wie wir das jetzt für die Zukunft nicht nur wie beleidigte Leberwurst aufarbeiten, sondern versuchen, was, glaube ich, Übereinstimmung ist bei allen, da, wo gute Zusammenarbeit mit den Grauen Panthern besteht, die fortzusetzen. Auch wenn bei den Grünen die Jungen den Ton angeben, will man nun den Alten mehr Gehör schenken. Ich hatte die Absicht, und das kann ich vielleicht mal hier sagen, eine Gruppe mitzubegründen, Alte bei den Grünen. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, es gibt also viele alte Menschen, ich gehöre ja auch zu den Älteren, die durchaus also auch grüne Politik wollen. Einig waren sich die Delegierten, die Belange älterer Menschen stärker als bisher in die grüne Politik einzubinden, besonders auf kommunaler Ebene. Und einig war man sich auch, die Grauen-Vorsitzende Trude Unruh aufzufordern, ihr grünes Bundestagsmandat zurückzugeben. Die SPD will nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau bei einer Regierungsübernahme in Bonn alle Energiesteuern kräftig anheben und neue Ökoabgaben einführen. Das Blatt beruft sich auf einen Bericht der Arbeitsgruppe Fortschritt 90. Danach will die SPD die Energiesteuern von 7% auf 9% bis 10% heraufsetzen, um ihre Umweltpolitik zu finanzieren. Die Kraftfahrzeugsteuer soll abgeschafft und auf die Mineralölsteuer umgelegt werden. Für Autobahnen wird Tempo 120 vorgeschlagen. Die Industrie soll mit Abgaben zum Beispiel auf Getränkeverpackungen und Sondermüll zur Kasse gebeten werden. In Hamburg fand heute die erste von zwei großen Windjammerparaden der SEEL 89 statt. Anlass ist der 800. Hafengeburtstag. Mit 3 Millionen Zuschauern hatten Polizei und Veranstalter gerechnet. Bei regnerischem Wetter blieb der große Ansturm jedoch aus. Rund 500.000 waren es dann letztlich, die das Segelspektakel an Hamburgs Ufern beobachteten. Insgesamt 114 Schiffe nehmen an der Kattisar-Regatta teil. An der Wettfahrt, bei der es nicht nur um Geschwindigkeit geht. Oberstes Ziel ist die Völkerverständigung. Das Reglement schreibt deshalb auch für die jungen Crews auf der letzten Etappe den Tausch ihrer Schiffe vor. Sie führte die Parade an, die Alexander von Humboldt ehemals als Feuerschiff gebaut und erst nach jahrzehntelangem Einsatz in der Ost- und Nordsee 1988 in Bremerhaven zum Windjammer umgebaut. Besondere Attraktion, die 3 russischen Schiffe. Die Seedorf, mit 122 Metern das größte Segelschulschiff der Welt. Die in Danzig gebaute und in Leningrad beheimatete Mir. Der Schiffsname bedeutet übersetzt Frieden. Erst in diesem Jahr wurde die Mir als Schulschiff der sowjetischen Handelsmarine in Dienst gestellt. Das dritte Schiff, die Krusenstern, die ehemalige Padua. Am kommenden Sonntag wird die zweite Windjammerparade folgen, mit den Großseglern, die sich zurzeit noch in Frankreich zu den Revolutionsfeierlichkeiten aufhalten. Größter Wunsch der Organisatoren für die Neuauflage: etwas besseres Wetter und ein Wind aus Südost, damit die Schiffe unter vollen Segeln elbabwärts laufen können. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 17. Juli. Der Satellitenfilm zeigt ein Bewölkungsband, das vom Baltikum über Norddeutschland bis zur Nordsee reicht. Es verlagerte sich nach Süden.
Dahinter bilden sich in der einfließenden kühlen Meeresluft über Norddeutschland rasch Schauerwolken. Über Süddeutschland dagegen blieb es meist aufgeheitert. Die inzwischen an den Alpen angelangte Kaltfront zieht nach Südosten ab. Auf der Rückseite wird zwischen dem kräftigen Hoch über Irland und dem Tief über Skandinavien mit einer nordwestlichen Strömung weiterhin kühle Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Wechselnde, besonders im Norden und Osten zeitweise starke Bewölkung mit einzelnen Schauern. Im Südwesten heiter bis wolkig und trocken. Tiefstwerte 9 bis 14 Grad. Höchstwerte 16 bis 20, im Südwesten 21 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker und böiger Wind aus West bis Nordwest. Die weiteren Aussichten: am Dienstag noch keine durchgreifende Wetteränderung.